Wir sind die Black Blue Schengel Army. Und die TUS ist unser Verein. Wir sind die Black Blue Schengel Army aus Koblenz am Rhein. 20. Spieltag der Oberliga Rheinland-Pfalz. Es geht endlich wieder los. Hallo und ein herzliches Willkommen hier heute zum ersten Pflichtspiel des Kalenderjahres 2020. Damit ein ganz recht herzliches offizielles Willkommen. Es geht wieder los. Just in diesem Augenblick ertönt der Pfiff in diese Rückrunde hier. Saison 2019-2020. Das Fußballkalenderjahr hat jetzt offiziell gestartet. Ich möchte nicht sagen zahlreich, aber doch mit ein Dutzend Zuschauern vertreten sind. Und das ist auch direkt die nächste Gelegenheit auf Seiten der Völklinger. Also wir haben es ja, glaube ich, im Testspiel schon mal angesprochen. Lukas Hombach sieht jetzt von seiner Statur nicht so aus, als ob er technisch stark ist. Aber ist er. Ja. Ist er wirklich. Ja. Also 1,88, 1,90 ist er groß. Ich meine, 1,88 waren es. Und das, was bei Abdullahi Schlagsig aussah, ist bei Hombach umso stärker technisch ein überragender Spieler. So ein bisschen wie ein Thomas Müller, oder? Treffer aus 18 Spielen. Das ist ein Hühne. Stali hatte es im Podcast so ein bisschen als Lewandowski der Rheinlandliga verzeichnet. Den hat wirklich die gesamte Region gejagt und unser Vorstand hat ihn überzeugen können. Oh, was ein Strahl davon, Leon Gietzen. 23, 24 Meter, dafür kennt man ihn. Einfach mal abzuziehen. Sebastian Buhl griff neben dem Ball, aber der Ball, der flog auch neben das Tor. Nächste starke Aktion hier nach einer Viertelstunde über von Jordan Leon Gietzen. Steiner, der Neuzugang aus Saarbrücken. Tatsächlich aber auch ein Sommerneuzugang gewesen. Auf der 6 und jetzt macht einer es richtig gut. Das ist Kern. Julian Kern mit der Rücke Nummer 27. Probiert es dann mal aus der zweiten Reihe. Schießt allerdings auch in die zweite Etage. Nichts ist es hier mit geschoben haben. Ja. Gibt den Freistoß. Nehmen wir jetzt mal so mit, ne? Und Kabashi hat jetzt mal Platz. Kann Gietzen schicken. Gietzen ist auch technisch stark. Hoffentlich auch auf dem Rasen. Der Ball ist aber auch echt am Holpern. Immer noch Leon Gietzen. Ein Übersteiger. Der zweite immer noch Gietzen. Auf Kabashi! Kabashi! Und hoch nach Nachschuss. Nicht ist es das 1:0. Es gibt die Eckball. Völklingen wirft sich damit Mann und Maus und dem eigenen Busfahrer zwischen Ball und Tor und verhindert hier den ersten Einschlag von Lukas Hombach und Leutrim Kabashi. Kein Oberwert, sondern auch auf anderen Plätzen der aktuellen Oberliga Rheinland-Pfalz sah. Zwei Teams haben schon gespielt. Ich warte erstmal diese Gelegenheit ab. Ganz gefährlich. Michael Stahl kommt da nicht dran. Das ist Zimmermann, der den Ball am Tor vorbeischlenzt. Und Arne Jacker, ja, der ist außer sich. Natürlich ist er außer sich. Das darf nicht so einfach gehen. Auf einmal ist der Zimmermann frei vom Tor und versucht den Ball da ins lange Eck zu schlenzen. Sachs. Wieder der Pass da auf Nico Zimmermann, den 9-Tore-Mann des SVRs. Und da siehst du natürlich, der hat die Routine, der hat die Klasse, auch mal so einen Diagonalpass mit Auge zu spielen. Aufpassen, Schengel. Jetzt wird es hier ganz gefährlich. Ball kommt rein. Und Ball am Tor vorbei. Das war wieder der Kapitän Marius Schley. Übrigens machen sich unsere Ersatzspieler auch gerade noch warm. Die zähle ich gleich mal nach der Ecke auf. Die kommt ganz gefährlich. Und das ist das 0:1. Es ist der Mann mit der 18. Es ist der Kapitän Marius Schley, der hier den Eckball mit dem Fuß annehmen kann und verwerten darf. 36. Spielminute. 0:1 für den Gast aus Völklingen. Kabashi. Ausgelegt auf Waldminghaus. Jetzt natürlich eine schnelle Antwort wäre Gold wert. Aber Waldminghaus verzettelt sich und Völklingen versucht nachzulegen. Über Schäfer. Fabian Schäfer. Reingabe kommt an den Bann. Und Pauken muss hier klären zum ersten. Und dann ist er auch da. Nächste gute Aktion der Gäste. Nächster Abschluss. Er kommt. Das wären normalerweise immer so Dinger für Abdullahi gewesen. Aber der Ball kommt jetzt erstmal auf Hombach. Hombach gegen 2, gegen 3. Ja, wie soll er sich denn durchsetzen? Er macht es irgendwie. Nein, doch nicht. 4 Mann waren dann doch einer zu viel. Hombach mit dem Ballverlust. Und der nächste Konter läuft. Wieder ist es Völklingen. Softic überspielt. Das ist Dimitrijevic, der reintankt. Und dann von der Bracke, der den Ball rausköpft. Zimmermann. Wieder Nico Zimmermann. Ball kommt rein, Sachs an die Latte. Das darf doch nicht wahr sein.
Stahl klärt das Koblenzer Publikum in Schockstarre. Die wissen hier gar nicht, was hier mit ihnen geschieht. Könnte den Ball rauslegen auf Waldminghaus. Setzt aber auch so Zeichen, einfach mal nach vorne durchzupreschen. Richter im 16er, legt den Ball rein. Gut, und dann kommt weder Knob noch Hombach an den Ball, sondern ein Offensivmann und klärt den Ball zum ersten. Michael Schale zum zweiten. Gleiche Szene. Jetzt nach links außen. Kabashi mit dem Schuss an den Pfosten. Der ist auch drin. Aber Kabashi wurde zurückgepfiffen, weil er im Abseits stand. Das gibt es doch nicht im Abseits. Weil er den Ball mit der Hand anscheinend mitgenommen hat. Weil er den Ball mit der Hand mitgenommen hat. Das würde ich gerne in der Wiederholung sehen. Waldminghaus. Nächster Ball sucht da Adrian Knob. Aber ja, das ist zu... Ja, durchsichtig, ne? Softage, macht es dann einfach mal, ja. Ja, okay, war nicht schlecht. Kann man auch mal probieren. Zeichen setzen, 30, 35 Meter Torentfernung, Admir Softage probiert. Ja, dann ist das eine schwierige Kiste. Jetzt Kabashi allerdings noch mal. Kabashi kann Gietzen mitnehmen. Macht das auch. Leon Gietzen kann abziehen. Gietzen! Brutaler Schuss. Und da muss sich Sebastian Buhl ganz, ganz lang machen. Kratzt da den Schlenzer von Leon Gietzen nochmal aus dem Winkel raus. Spiel geht noch einige Sekunden. Mal schauen, ob der Schiedsrichter hier nachspielen lässt. Nein, er lässt es nicht. Er pfeift den Ball, er pfeift den Angriff ab. Abpfiff also nach 45 Minuten bei einem Spielstand von 0:1. Feiern morgen in Trier, nächste Woche dann in Lautern und danach wieder hier. Das ist Schengel-Musik, feiert alle mit Lust. Nehmt die Hände aus der Tasche und reißt sie in die Luft. Was ist denn hier los? Wieder mit dabei ist, tut dem Offensivspiel der TuS extrem gut. Softage kommt nicht zum Kopf. Oh, der Ball! Hier alles nicht im Tor! An von der Bracke probiert Softage, das doch mal. Softage! Der Ball! Knopf. Wann ist er denn im Tor? Der Ball ist nicht im Tor! Das gibt es doch nicht! Das gibt es doch nicht! Der Ball ist tatsächlich nicht im Tor! Oh, ich fass Wahnsinn! Es nicht. Aber auch gleich auf routinierter Akteur. Jetzt allerdings Ball die Chance für Lukas Hombach. Auf Außen wird abgedrängt. Wird abgegrätscht, hat ein wenig zu lange gebraucht, den Abschluss zu finden. Also, Wechsel bei unseren Schengeln. Marc Richter geht als zentral-offensiver Mittelfeldspieler rein. Linus Schulte-Wissermann wird als Sechser kommen. Ich schätze mal, dafür wird Eldin Hatzic in die Rolle des Achters rücken und diese Position dann gemeinsam mit Leon Waldminghaus beackern. Ja. Voreilig irgendwie irgendwelchen Druck auszuüben. Jetzt allerdings müssen wir aufpassen. Dimitrijevic gegen Pauken. Dimitrijevic mit dem 2-0. Aus dem Nichts. Aus dem Nichts. Macht Völklingen hier das zweite Tor. In der Stärkephase der TuS war es ein langer Pass in die Spitze. Dimitrijevic war schneller als Softic. Fokussieren uns von Spiel zu Spiel, gute Leistungen zu erbringen. Jetzt erstmal die Flanke von Gietzen auf Lukas Hombach. Der versucht sich da irgendwie durchzusetzen. Waldminghaus, Hombach. Immer noch Hombach legt den Ball raus auf Hatzic. Hatzic probiert es mal. Hombach zum zweiten und wieder einmal wirft sich da ein Völklinger dazwischen. Das ist halt immer eben dieses Fußballspiel der Völklinger. Mit Mann, Maus, Busfahrer und wahrscheinlich auch noch Cafeteria-Tante wirfen sich da die Spieler in die Bälle und halten so die Null in den eigenen Reihen. Das sind ordentliche Kosten, die da auf uns zukommen werden. Ein wenig haben wir da auch schon dafür auf Seite gelegt. Aber wir sind definitiv auf euch angewiesen. Jetzt müssen wir einmal durchatmen. Bleibt weiterhin beim 0:2. Wenn wir dieses nächste geniale Projekt schaffen. Ja, definitiv. Und definitiv sollte man sich hier auch nicht anfangen, irgendwie anzufeinden oder sowas. Leute, wir sind Fans von einem Verein. Und auch wenn das hier derzeit nicht ansehnlich ausschaut, man muss nur in die Nachrichten schauen. Man muss schauen, was da alles passiert. Rhein-Taunus-Immobilien, neuer Sponsor. Es werden neue Strukturen geschaffen, aber das ist nun mal ein Prozess. Seid doch Teil dieses gemeinsamen Prozesses. Und da kann eben nicht alles funktionieren. Jetzt gleich kommt mit Käferwitz ein Spieler rein, der 21, 22 Jahre jung ist, der seit 4 Jahren für die TuS spielt, der in der TuS-Jugend gespielt hat, der teilweise B-Junior-Torschützenkönig wurde. Ich kann es mir halt denken, weil der Typ einfach eine Granate ist im Sturm. Ja, hat ja auch schon ein Probetraining und beim ersten FC Köln. Genau so sieht's aus. Und jetzt wird es den Wechsel geben. Käferwitz kommt in die Partie. Es geht in den Dreiersturm. Waldminghaus weiß noch nicht genau, wohin. Verein, weil... es werden wieder bessere Zeiten kommen und ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass diese Zeiten kurzfristiger kommen als gedacht. Käferwitz auf von der Bracke. Von der Bracke nochmal rein. Auf Hombach steht da vor dem Tor. Käferwitz! Tor! Genau so muss das gehen. Genau so!
Genauso. 1:2 der Anschlusstreffer. Felix Käferbitz. Auch schwierig anzunehmen. Stahl auf Hatzic. So, über. Oh, Eldin Hatzic macht das stark, macht das richtig stark. Gegen 2, gegen 3. Das ist Tostena durch und durch. Nochmal rübergelegt auf Knob. Knob wieder auf Hatzic. Hatzic probiert es. Abgeklatscht. Das werden wir gleich hören. Softic. Musst du mal zurücklegen auf Eldin Hatzic. Hatzic könnte rauslegen auf Nonaka oder Käferbitz. Der es schreit ist schon da. Sinnbildlich, dass sämtliche Spieler Lukas in der Hälfte sind. Hombach wird ja! Das ist es! Das ist das 2:2! Und Lukas, mein persönliches Versprechen an dich. Das war mindestens so lecker wie dein Salat mit Soße. Insider. Richtig, richtig stark. Lukas Hombach haut da den Ball in die Maschen. Ausgleich, 2:2. Auch von der Bracke. Hatzic treibt den Ball nochmal voran. Käferbitz. Könnte rauslegen auf Nonaka. Geht zur Grundlinie. Ball kommt flach rein. Hatzic. Ja! 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 Ja, Mann! Ja! Ja! Das 3:2, 86. Spielminute. Da! Ja! Völklingen im 16er von der Bracke kann klären mit Schulte Wissermann. Ball im Aus, Abstoß, TuS Koblenz. Und das war's. Die Serie gewinnen mit einer wahnsinnigen Leistung hier. Mit 3:2 und drehen das Spiel von einem 0:2 in eben diesen Heimsieg. Hombach, Knob. Oh. Hombach, Knob und Käferbitz. Und Käferbitz. Unsere drei Stürmer. Die drei güldenen Torschützen. Wir sehen